Herzlich willkommen zurück zu Trackmania. Ja, Finale dieser Woche, das Finale. Ich wünsche jetzt schon mal allen ein schönes Wochenende. Und wir sind Anfang der Woche in die Blue Series gekommen. Ihr seht, wir haben ganze Arbeit geleistet. Es lief überhaupt nicht bis jetzt. Es lief überhaupt nicht. Zu einem, klar, der Anspruch ist höher geworden, aber zum anderen, ich spiele sehr, sehr schlecht. Weiß auch nicht. Irgendwie ist der Wurm drin die Woche. Ist aber auch egal, deswegen lasse ich mich nicht unterkriegen. Wir machen einfach weiter. Weiterhin spiele ich hier mit Handicap. Ich will es aber nicht auf das schieben, weil das meiste hier ist Kopfsache, was ich die Woche fabriziert habe. Und ja, egal, gucken wir mal. Wir machen weiter mit Down and Dirty Valley und gucken mal, ob wir uns da vielleicht gleich ein bisschen besser anstellen. Ah, okay, da ist Wasser, das habe ich übersehen. Aber klar, bei einer Burg ist meistens auch Wasser dabei. Okay, da geht's lang. Ich muss erstmal die Strecke natürlich jetzt erstmal wieder rausfinden, wo es hier lang geht. Okay. Kahne, okay. Ja. Ach, fick dich doch, Spiel. Nein. Komm jetzt. Ach Gott, das gibt's doch nicht. Ich dachte erst so, oh ja, doch, können vielleicht was werden gleich am Anfang und dann aber nicht mehr. Das ist Ziel, okay. Okay, nochmal neu. Legen wir hin. Ich bin überzeugt, wir schaffen in dieser heutigen Folge im Wochenfinale diese Stage schaffen wir. Ja, komm, beruhig dich. Das Korrigieren bei den Down and Dirty Valley Fahrzeugen ist echt schwierig. Schon wieder dran geklatscht, das gibt's doch nicht. Nein, nein, nein! Gas, 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 Gas! Komm, 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 komm! Ja, 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 ja! Geschafft! Vor allem das Problem ist, ich habe immer bei diesen Stages das Gefühl, ach, da kann man noch viel, viel, viel mehr Zeit rausholen. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, da muss doch die grüne Zeit total möglich sein zu schaffen. Aber, egal. Mir geht es nur um Gold. Und wenn wir so schnell die erste Stage heute schaffen, bin ich schon mal frohen Mutes, dass es dann vielleicht nächste Woche besser weitergeht. Aber jetzt gucken wir mal. Ja, man soll ja, ne? Und so weiter. Ihr wisst Bescheid. So, 95 ist Multilab. Da gucken wir mal. Im Dreck. Das ist natürlich super. Und dann kommt da gleich eine Schikane am Anfang anscheinend. Okay. Da geht's lang. Gucken wir uns mal eine Runde an. Dann sehen wir da gleich, wer es wirklich ist. Und ja, Checkpoint verpasst. Okay, wir gucken uns nicht eine ganze Runde an, weil ich mich vorher entschieden habe, es zu verkacken. So richtig. Ja, nach wie vor das Problem bei Down Dirty Valley ist einfach, finde ich, das Korrigieren. Man kann, finde ich, ganz, ganz schwierig korrigieren. Man muss halt quasi beim Rausfahren einer Kurve oder Schikane oder wie auch immer eigentlich schon perfekt irgendwo entlangfahren, dass eben da halt nicht das Problem gibt, wie jetzt hier zum zweiten Mal, dass ich hier zu weit rechts bin. Das ist... Three laps to go, ich schaffe nicht mal eine Runde. Das ist... Fängt ja wieder gut an hier. Aber das kriegen wir schon noch hin. Nur keine Panik. Auf der Trackmania-Anik. Okay, der war schlecht. Egal. So, jetzt ein bisschen weiter links. Von wegen weiter links. Ja, aber egal, wir haben es mal durchgeschafft. Mega viel Schwung verloren. Noch ein Sprung. Oh Gott. Ich sag nur, oh Gott. So, da vorne ist schon eine Runde fertig. Wunderbar. Geht ja eigentlich von der Länge her zumindest. Aber, ja, wie gesagt, sind ja ein paar Tücken drin. Der ja schon gesehen. Müssen wir jetzt aber halt eben
bei einer guten Durchschnittsgeschwindigkeit, so nenne ich es jetzt einfach mal, müssen wir das jetzt durchziehen. Ja, das haben wir schon fast gedacht, dass jetzt die Landung verkackt wird von mir. Der Aufprall wäre das auch gut. Der ging nochmal. Ja, der eckt mir am Nacken auf jeden Fall. Boah, ich darf da nicht zu stark einlenken. Kostet wahnsinnig Schwung. So, jetzt noch einmal diesen Dreckssprung hier schaffen. Dürfte das gar kein Problem sein. Noch einmal schaffen. Ne. Ach Gott, Mann. Ist das eine. Ich kann echt kotzen hier. Ansonsten geht die Strecke. Völlig okay. Aber der Sprung da. Ich weiß ja nicht genau. Ich glaube, ich muss einfach. Es sieht halt so aus, als ob es geradeaus geht. Aber ich muss den echt so ein bisschen nach links anspringen, oder? Ne, dann bin ich zu weit links. Aber es hat trotzdem jetzt gepasst. Schwierig. Sehr schwierig, der Sprung. Finde ich. Der Sprung habe ich noch nicht verkackt, aber das werde ich jetzt gleich schaffen. Oder auch nicht, doch. So. Eigentlich nicht keine schwierige Stage sozusagen. Na, gucken wir mal. Rum da. Jetzt gibt's nicht, komm da weg. So, das sah jetzt mal ein bisschen besser hier aus. Das habe ich nur danach hier nicht verkacken. Oh, das hat jetzt viel Schwung gekostet. Das heißt, da werden wir sehr früh landen. Aber wir sind noch im Rennen. Wir sind noch vorne. Letzte Runde. Und jetzt nicht nervös machen lassen. Nicht korrigieren müssen. Oh, das ist wieder eng. Ist das wieder eng? Passt. Das sieht jetzt gut aus. Eine Kurve noch. Eine Kurve noch. Es war so klar, dass ich die jetzt kacke fahre. Aber wenn es reicht, ist es mir egal. Nein, was habe ich gemacht? Nein! Nein, ich Idiot! Oh Gott, ich Idiot! Ich bin ein echter Idiot. Ich wollte zurückgucken und drück die falsche Taste. Die Taste, wo mich zurück zum letzten Checkpoint bringt. Gibt's so eine Blödheit? Also, jetzt gipfelt die Blödheit und die Unkonzentriertheit und was weiß ich was, wie man das auch immer ausdrücken möchte, der Woche heute. Der Stage. Das ist der Wahnsinn. Ich hab's geschafft. Ich war durch. Ja. Ich war durch und ich. Mm-mm. Kein Kommentar. Echt kein Kommentar. Oh, jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich echt raus. Jetzt. Ne. Ich bin echt kurz vorm Heulen. Also jetzt muss ich echt noch kurz Luft holen. Es ist aktuell, jetzt ist echt der Wurm drin. Das ist die Fail-Woche des Jahres. So würde ich es zumindest mal nennen. Wahnsinn. Wahnsinn, wie man sich... Ey, das ist eine super einfache Stage. Wahrscheinlich eine der einfachsten in der ganzen gesamten Blue Series. Yo, genau. Jetzt bin ich zu schnell da durch, ja. Ach, fick dich echt. Mm-mm. Nee, du. Ja, jetzt ist der Wurm drin. Das ist einfach so. Das ist völlig normal.
denke mal, dass ich jetzt noch ein paar Versuche brauchen werde und wahrscheinlich heute nur noch diese Stage fahren werde. Ja, das kennt ihr das? Also, ich weiß nicht. Also bei mir ist es manchmal so, wenn ich irgendwie was mache und dann irgendwie mal so richtig selber, so richtig Brain AFK bin. Dann ist so richtig der Wurm drin und dann geht gar nichts mehr. Das ist bei mir aktuell jetzt echt der Fall. Ja, jetzt kriegen wir jetzt auch. Ich prophezei euch, wir kriegen heute die Stage ganz, 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 ganz spät irgendwann erstmal wieder hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, das ist echt schlimm, Mann. Ich kriege echt das Kotzen. Jetzt haben wir so gut gestartet und jetzt... Boah. Aber es war abzusehen, dass jetzt... Nö, warum auch? Warum auch? Warum auch? Gleich schaffen, warum auch? Ja, gleich natürlich verkacken, zum letzten Checkpoint zurücksetzen, weil ist ja zu einfach. Ja? Mann, ey, ist das ein Abfuck. Das ist zum Kotzen die Woche. Komm, jetzt hier. So, jetzt nochmal Luft holen, jetzt genug verkackt zwischendurch, jetzt mal wieder mit Konzentration an die Sache rangehen. Und dann kriegen wir das auch hin. Oder auch nicht. Ey, das ist doch jetzt echt eine Verarsche. Na egal, ich fahre jetzt durch. In der Hoffnung, hol den nochmal ein. Guter Dinge, dass wir den jetzt dann nochmal einholen. Das geht schief, hundertprozentig. Ja. Tut mir echt leid, Leute. Das ist typisch Ray. Ja? Also, wenn ihr mich mal von der schlechten Seite erleben wollt, dann ist es jetzt erreicht. So. Konzentration ist weg. Frust ist da. Das Schlimme ist halt wirklich, die Stage ist ja so einfach eigentlich. Und es ist einfach nur, weil ich mich sehr, sehr, sehr blöde anstelle. Und wir haben es ja eigentlich schon geschafft und das regt mich halt einfach auf. Und nur weil ich gedacht habe, ich drücke mal hier einfach mal ein Knöpfchen und setze mich zurück. Wahrscheinlich wären wir schon bei der nächsten Stage durch und ach man, kotzt mich das an, ey. Ach Gott, fick dich doch echt, Spiel. Ich bin sprachlos. Ich kann dazu einfach nichts mehr sagen. Es ist echt so ein bisschen... Ich weiß es nicht. Ich weiß echt, ich heul gleich. Ich heul echt gleich, Mann. Ach, ist das eine Scheiße. Ne, das geht schief, oder? Ah, Glück gehabt. Boah, ey, ich freue mich schon richtig auf Afterburn Lagoon. aber ich bin überzeugt, ich bin in besserer Verfassung. Es ist einfach, ich bin aktuell
Die Woche ist einfach zu vergessen, das kann man einfach so sagen. Wunder, dass ich überhaupt ein Stage geschafft habe in der Verfassung. Gibt's nicht, oder? Ist der Wahnsinn. Ist der Wahnsinn. Ich schaffe nicht mal mehr die... Ja. Kein Kommentar. Es ist... Ich hab's euch gesagt, wir werden heute nichts anderes mehr schaffen. Ich... Wunder, wenn ich überhaupt die Stage noch schaffe heute. Konzentration ist einfach weg. Die ist weg. Und wenn eins Trackmania ist, dann ist es, man muss sich konzentrieren. Feinfühlig sein, Konzentration haben, ist gerade absolut gar nicht da. Weder Feinfühligkeit noch Konzentration. Das ist gerade einfach weg. Und am liebsten würde ich sagen, ey Leute, weißt du was, ich höre auf, aber ne. Ne, dann ist noch, da ist noch der Ehrgeiz zu groß. Oh, das gibt's nicht. Also, ich sag's ganz ehrlich, der jetzt noch dabei ist, danke dafür. Echt Respekt an dich, mein größter Respekt. Weil ich bin ganz ehrlich, ich würde mir den Scheiß nicht geben. Ich würde mir den Scheiß gerade echt nicht geben. Aber naja, so ist es dann nun mal. Ey, es hat echt gut angefangen, die Folge. Da dachte ich so, ja, jetzt komm. Zum Ende der Woche nochmal ein bisschen pushen und... Ach komm, das ist doch... Aber nö, der Ray. Der denkt sich, ich drück mal ein Knöpfchen. Setze mich zum Checkpoint zurück. Und setze irgendwie auch meine ganze Konzentration irgendwie in den Keller. Ah, fuck das ab. Das ist doch eine Verarsche, jetzt ohne Scheiß, oder? Da kommt man so gut raus und dann... So eine Verarsche, echt. Oh Mann, ey, ich habe echt keine Lust gleich mehr, aber gar nicht mehr. Also, das ist echt jetzt die Steigerung alles Übels. Ich habe die Woche... Ich bin ja echt ehrlich zu euch, ich bin die Woche... in Trackmania jetzt nur beschissen gefahren. Aber das steigert es einfach nochmal sowas von heute. Das ist ja echter Wahnsinn. Steigerung allen Übels. Boah, echt, ey, das gibt's doch echt nicht. So, ich konzentriere mich jetzt einfach nochmal. Also... Alles, was noch in meinem Kopf an Konzentration irgendwo steckt, versuche ich jetzt einmal mal abzurufen. Und, wenn ich mal schaffe hier. Es gibt's doch echt nicht, oder? So unglaublich verkackt. Das ist doch Wahnsinn, oder? Geht doch gar nicht. Das geht echt nicht. Hätte ich echt nicht gedacht. Das ist so verkackt. Nee. Das ist... Das gibt's nicht. Warum springe ich da jedes Mal dagegen? Mann. Ja, ich hab's gesagt. Es war so klar, dass es so was. Weißt du, man hat die Stage schon längst geschafft. Set ist auch nicht schwer. Jetzt mal ohne Scheiß. Es ist eine der leichtesten Stages überhaupt bis jetzt in der Blue Series. Also haben wir sogar in der Green Series Stages gehabt, die deutlich schwerer waren. Aber ja, man macht sich's selber manchmal einfach so schwer. Gibt's echt nicht. Komm jetzt, echt. Komm jetzt doch mal. Ich sehe es echt noch kommen, dass wir da durchkommen und dann am Ende irgendwo so viel Schwung verlieren, dass man uns noch die Drecks-Goldmedaille überholt. Das war auch klar, dass das irgendwann noch passieren muss. Ja, das holen wir nicht mehr ein. Ich kann dazu echt nicht.
Das ist echt so, oh, ficken, echt. Ja, jetzt wird gesagt, auch der eine oder andere so, kann es doch zusammen, bla bla bla, aber nee. Also, ich bin ja sowieso voll gegen den Trend, den die Let's Player mittlerweile angehen. Mittlerweile wird ja alles nur noch in Highlights gecuttet. Also, das ist halt quasi alles, was halt ein bisschen Frust, langweilig sein könnte, blub blub blub, dass das alles zusammengeschnitten wird. Aber hey, das mache ich nicht, ganz ehrlich. Das ist, finde ich, so ein scheiß Trend auf YouTube. Und das haben wir uns auch gesagt, also wir Pixelhelden uns, nö, wir bringen das uncut einfach. Und wer es gecuttet haben will, ja, ich sag's ganz ehrlich, dann spult vor. Dann spult einfach vor, wenn ihr das nicht sehen wollt bis zum Ende, spult vor, aber ja, ich werde es nicht cutten, ja. Also wie gesagt, dann müsst ihr woanders gucken, die Auswahl habt ihr auf YouTube und... Das ist zum Heulen, das ist echt zum Heulen jetzt gleich. Wahnsinn. Keine Ahnung, wie viele Runden wir jetzt da schon verbracht haben auf der Drecksstrecke. Wahnsinn. Einfach nur der klassische Wahnsinn. So, ich habe mir mal ein bisschen Gas weggenommen, damit ich hier nicht schon wieder gegen die obere Wand klatsche. So, eine Runde noch, komm. Gibt's nicht echt, oder? Das war jetzt kurz davor, mich da wieder irgendwo dran zu klatschen, zu überschlagen oder so. Wahnsinn. Pass auf, jetzt passiert das, was ich vorher angekündigt habe. Jetzt kommt gleich der Goldfahrer und überholt uns, weil wir zu wenig Schwung hier überall haben. Es hat gereicht. Ey, kein Kommentar, Leute. Ich habe echt keinen Kommentar dafür. Ich muss echt gerade Luft holen. Ich glaube, ich habe ja. Ich meine, ich mache ja das ganze YouTube-Zeug schon echt eine Weile. Und ich glaube, ich habe noch nie. Also, es gab ja schon immer mal so ein paar Momente, wo ich mal echt aggro wurde, wo ich echt mal pissig war und so weiter. Aber ich bin nicht pissig, also ein bisschen vielleicht auf mich selber, aber es ist ja eher Frust. Und ich glaube, ich war noch nie so gefrustet wie heute in dieser Folge jetzt. Und überhaupt die ganze Woche war ja scheiße jetzt in Trackmania. Also ich finde es halt, also ich hoffe, es hat euch trotzdem unterhalten. Ja, also ich weiß ja, auf YouTube ist es ja so, wenn man failt, dann kommt es bei vielen gut an. Aber ich glaube, das war schon too much, glaube ich. Und ja, ich würde jetzt Schluss machen, aber ganz ehrlich, für diejenigen, die das bis jetzt durchgezogen haben, ich versuche jetzt noch eine Stage, ja, egal wie lang die geht. Und wenn ich jetzt nochmal eine halbe Stunde dafür brauche, ich mache jetzt noch eine Strecke einfach. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt einfach läuft. Es muss einfach, ja, es ist... Es ist Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn. So, jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Abfuck jetzt da noch kommt. Mit die Strecke an eben war einfach, ja. Jetzt kommt bestimmt eine schwierige Strecke und... ja. So viel zu, es kommt jetzt eine schwierige Strecke. Scheiße. Aber es ist immer was Neues, ja. Da hätten wir vor rund... fast 20 Minuten, glaube ich, wenn ich richtig liege, hätten wir da schon sein können auf der Strecke. Lustigerweise muss man das wirklich so sagen.
eine interessante Strecke, definitiv. Oh Gott. Nein, nein! Okay, nochmal. Konzentration sage ich jetzt gar nicht mehr, weil ich habe keine mehr. Wir machen das alles mal ohne Konzentration heute. So viel kann man schon mal auf jeden Fall fix sagen. Okay. Das wird die längste Trackmania-Folge. Bis jetzt auf jeden Fall. Ah, Mart. Aber ja, kleiner Bonus. Gibt's doch nicht. Da vorne ist das Ziel, oder was? Oh Gott, okay. Es ist eigentlich wieder keine schwierige Stage. Das ist wieder so... Ich bin auch nächste Woche in Trackmania gespannt. Also schlimmer kann es definitiv nicht werden. Das kann ich euch schon mal, versprechen. Das kann ich euch schon mal safe versprechen. Schlimmer kann es eigentlich echt nicht mehr werden. Gut, okay, Achterbahn Lagoon an sich ist halt scheiße, aber die Stages sind ja nicht das Problem. Das ist wirklich nicht... Stages sind wirklich nicht das Problem. Sondern der Typ da, der vor der Webcam sitzt, fährt hier gerade so ein bisschen Kacke. Gibt's nicht. Komm, komm, komm. So, wir haben es geschafft. Wunderbar. Und es ist, wenn ich es jetzt ganz schnell mache, doch nicht die längste Folge. Wir hatten mal eine Folge, die ging 28 Minuten oder sowas. Also, ich bin raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Danke für alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Ihr seid echt die Besten, weil ich bin gerade echt so gefrustet und ich werde jetzt Freude haben, das Video zusammenzuschneiden. Also, man sieht sich, man hört sich. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Ich bin raus. Dankeschön. Ciao, ciao. Euer Ray.